Wir kommen zum nächsten Höhepunkt dieser Veranstaltung, eine ganz spezielle Veranstaltung, einen ganz speziellen Vortrag, den ihr jetzt bekommt. Es geht um das therapeutische Nutzen von Hypnose aus medizinischer, aus ärztlicher Sicht. Eine ausgewiesene Ärztin und Professorin, die sich mit diesem Thema lang befasst hat und für euch hier da, wenn ihr keinen russischen Hintergrund habt, vielleicht vom Namen her eher unbekannt, in Russland selber sehr, sehr bekannt. Insofern ist das ein besonderer Auftritt und auch eine besondere Chance, die ihr jetzt bekommt, wenn ihr das im Folgenden erlebt. Sie ist eine, das ist dann auch nochmal, wer sich da ein bisschen auskennt, Schülerin, die einzige Schülerin von Wolfgang Messing. Wer sich in diesem Bereich kennt, weiß, was das für ein im Bereich Hellsehen, Telepathie und so weiter für ein Gigant in dem Bereich gewesen ist. Insofern auch hier eine ganz besondere Ausbildung, und das Wissen wird sie euch jetzt präsentieren. Olga Migunova, ich darf dich auf die Bühne bitten. Добрый день. И пусть у нас с вами будет действительно добрый день. Ich wünsche euch allen einen guten Tag. Добрый для меня и добрый для вас. Möge dieser Tag für mich und für euch gut sein. По-русски мы торопимся. Ich habe Angst, dass ich nicht so schnell ihr hinterherkomme, deswegen versuche ich ja sie sehr intensiv. Когда мне объявляют, что я ученица Вольфа Мессинга, а моему учителю 115 лет. Wenn man darüber spricht, dass ich die Schülerin von Wolfgang Messing ist, und man muss darüber nachdenken, denn mein Lehrer ist jetzt mittlerweile 115 Jahre alt, so ungefähr, wäre. И поэтому считают, что я такая древняя. Древняя, старая. Und deswegen sagt man ja, denkt man, dass sie ja uralt ist, weil er eigentlich schon tief in der Vergangenheit liegt. Недавно я звоню в один город, в котором я должна работать, и говорю, что к вам приезжает ученица Вольфа Мессинга. Und vor kurzem war ich in eine Stadt eingeladen, und dann, oder auch hier, und man sagte, ja, da kommt eine Schülerin von Wolfgang Messing. А мне там по телефону отвечает, а ученица лет 80. Und dann wurde ich gefragt, und ist diese Schülerin so um die 80 oder so? Я говорю, она прилетает таким-то рейсом. Und dann habe ich nichts dazu gesagt und habe nur meine Daten durchgegeben, wann ich genau mit dem Flugzeug durchkomme. А мне по телефону отвечает, она еще летает. Und dann wurde ich gefragt, was, in dem Alter fliegt sie noch? Ну, видите, я к вам прилетела. Na, jetzt könnt ihr mich anschauen und ihr seht, ich fliege in dem Alter. В гипнозе три фазы сна. Es gibt drei Phasen des Schlafs. Первая фаза сна – сомнолентное состояние. Die erste Phase ist so eine sogenannte Dämmerphase. В этой фазе сна человек засыпает. Das ist, wo wir gerade веки anfangen становятся zu schlafen. Вялыми. Веки становятся вялыми. Die Augenglieder werden schwer. Он еще все слышит и видит. Aber dieser Mensch kann immer noch alles um sich herum hören und sehen, wahrnehmen. Но он уже погружается в сон. Doch er geht langsam in den Schlaf hinein. Вторая фаза сна. Каталептическое состояние. Die zweite Phase des Schlafs. В этой фазе сна человек погружается глубже. In dieser Phase geht der Mensch viel tiefer in den Schlaf ein. Рука спящая подается, она мертва. Das bedeutet, dass или приобретает восковую гибкость. Das bedeutet, dass die Hände schwer werden, die Beine schwer werden. И, наконец, самая глубокая фаза сна сомнобулизма. Und die, dann kommt die dritte Phase, die tiefste Phase, die Hypnose. В этой фазе сна человек двигается, ходит,
Und выполняет любую навязанную волю гипнотизера. Und ehrlich gesagt, in dieser Phase können die Menschen gehen, stehen und alles machen, was der Hypnotiseur von ihnen verlangen würde. Так тут же подвергается гипноз. Und jetzt ist die Frage, wer ist hypnosefähig? Гипнозу подвергаются самые такие вот целеустремленные люди. Die zielgerichteten Menschen, die offenen Тяжело Menschen. Работать с разгильдяями, с врунами. Любите работать, да? Нет, не любите. Тяжело also, работать. Sie sagte, ich mag nicht mit den Menschen arbeiten, die man потому als что, Abtrünnige bezeichnen würde. Потому что какое сосредоточение? Обмануть, чтобы окружающие поверили. Na, они об этом думают. Und weil die Menschen, die ein bisschen anders ausgerichtet sind, ist es wichtig, dass ihre Ziele klar sind und nicht die Ziele, um einen weiteren irgendwie so eine Art Betrug zu machen, sagt sie. Медицина доказана. Mit Medizin wurde es bereits что имеют gewesen. Право люди погружаться в сон со школьного возраста. Со школьного возраста. Да, со 7 лет. Mit Medizin hat es ja bewiesen, dass die Menschen bereits aus, in die Hypnose reingehen können, in dem, schon in den Schulalter. В гипнозе очень происходят интересные образы. In einer Hypnose können wir interessante Bildnisse und Gestalten sehen. В 1989 году я была участницей собрания, которое проходило в городе Ленинграде. 1989 war ich ja ein Teilnehmer von einer großen Veranstaltung, welche im Ленинград oder heutiger Санкт-Петербург stattgefunden. Там собрались все врачи, гипнологи были приглашены мы в то время артисты эстрады. Da waren viele Ärzte, die sich spezialisiert haben auf die Hypnose und wir waren auch eingeladen dorthin. На советской эстраде у нас работало тогда 6 человек. Wir waren eher die Bühnenmeister und wir waren 6 Leute. Все мужчины, одна я женщина. Und ich muss sagen, es waren über alles Männer und ich war die einzige Frau dabei. Но на советской эстраде у нас и также за рубежом не разрешалось работать, не имея медицинского образования. Потом шли указы. Aber es spielt keine Rolle, egal ob es hier im Westen oder im Osten ist. Wenn man die medizinische Ausbildung nicht hatte, dürfte man natürlich auch nicht seine Tätigkeit als Hypnotiseur. Ты талантлив, но ты не имеешь права работать. Und das spielt keine Rolle, wie talentiert man ist, aber man darf dann nicht arbeiten. За кулисами стояло много народу, хотели попасть, излечиться. Und hinter den Kulissen hatte ich immer ganz viele Leute gehabt, die auf mich gewartet haben, um die Heilung zu erfahren. Я знала, что в зале сидят люди, страдающие головными болями, заиканием, нервным расстройством нервной системы. Es war mir bewusst und ich konnte spüren, dass im Saal viele Menschen sitzen, die vielleicht Kopfschmerzen hatten oder die andere akute Krankheiten. Я поставила цель закончить мединститут. Somit habe ich mir zum Ziel gesetzt, die medizinische Fachhochschulabschluss zu machen. Защитила кандидатскую и докторскую. Somit habe ich mein Diplom gemacht und somit habe ich auch meinen Doktortitel. И стала лечить людей. Und ich fing an, die Menschen zu lehren. Сочетая с эстрадой. Und das habe ich aber zusammen mit meinen Bühnenauftritten. Тогда мне в Ленинграде запомнились такие опыты. Одной симпатичной девушке дали хлеб, намазанный горчицей. Und ich kann mich noch aus meiner Berufsbahn erinnern. Eine hübsche Frau hat man ein Stückchen Brot gegeben, was man mit der А внушили, что это хлеб намазан медом. Man hat es praktisch mit dem Senf beschmiert, hat ihr aber eingedeutet, dass es Brot mit Honig geschmiert ist. Aber es war scharfer Senf. Оно с удовольствием слезало всю горчицу, а хлеб есть не стало. Und ehrlich gesagt, wissen Sie, was sie gemacht hat? Sie hat den Senf abgeschleckert, weil es so leckerer Honig war, und den Brot hat sie nicht gegessen. Одной девушке внушили, что у нее сладкий, сочный апельсин, а дали кислый лимон. Und der andere Frau hat man ja gesagt, dass es eine saftige, süße Apfelsine, hat man aber eine Zitrone gegeben. Она ела, причмокивалась от удовольствия и получала удовольствие, как от апельсина. Und ehrlich gesagt, wenn man den Gesicht der Frau angeschaut hat, konnte man wirklich glauben, dass sie eine schöne, saftige, fruchtige Orange ist. Однажды у меня на сеансе, который я проводила гипношоу на сцене, на одном из сеансов, который я проводила на сцене, es gab auch einen weiteren Fall.
Я внушала зрителям и моим испытуемым, что они находятся в колхозе, собирая мед. Ich habe den Zuschauern praktisch vorgemacht, dass sie in einem landwirtschaftlichen Betrieb sich befinden. Но вдруг, но вдруг налетает ветер, и стулья защитные кусты. Und interessanterweise habe ich ja dann gesagt, dann kommt der Wind und dann die Stühle waren hinten leer eigentlich. Они бросились, кто одел стулья на голову, кто под стулья залез. Und die Menschen haben angefangen, entweder sich von diesem Wind, von diesem Regen, sich zu verstecken und haben entweder auf die Stühle oder unter die Stühle geklettert. Один мужчина не садится. Ein Mann war dabei, der hat sich nicht hingesetzt. А я спрашиваю, что вы не садитесь? Und dann fragte ich ihn, warum setzt du dich nicht hin? Он говорит, меня укусил кто-то. Und er sagte, ich wurde von jemandem gebissen, glaube ich. Я подошла к нему, у него была шишка, действительно, укуса пчелы. Und ehrlich gesagt, als ich ihn betrachtet habe, dann hat er tatsächlich diese Bissbeule gehabt. So sah aus, als ob er ordentlich von einer Biene gebissen worden ist. Я его погрузила в сон. Ich habe ihn in einen hypnotischen Zustand. Под моим пальцами биотоками шишка рассосалась. Und habe ein bisschen mit ihm gearbeitet und dann war praktisch diese Bienenbissbeule weg. Когда я его разбудила, спрашиваю, кто вас кусал? Als ich ihn wieder geweckt habe, fragte ich ihn, wer он hat так, sie genau gebissen? Он так улыбнулся, сказал, а кто мне здесь укусить может? Und er lächelte mich an und sagte, ja wieso, wer soll mich denn hier im Saal beißen? Вот я сейчас проходила, и мне кто-то говорит, вон гипноз пошел. Ich bin gerade vorbeigegangen und ich weiß nicht, jemand hatte mir hinterher nur gesagt, guck mal, da kommt die Hypnosefrau. Это неправильно. Das ist nicht richtig. Говорить. Das ist nicht richtig, sagt Это er. Равносильно, что тракториста назвать трактором. Das ist dasselbe, als ob man, also da geht die Hypnose, wurde gesagt. Das ist dasselbe, wenn man einen Traktorfahrer oder einen Autofahrer dem, als Auto betitelt oder als Traktor, ja, einen Führer als Zug betitelt. Гипноз – это явление человеческой психики. Hypnose – ist das eine Fähigkeit, mit der menschlichen Psyche umzugehen. А гипнотизер – это профессия. Und Hypnotiseur – das ist ein Beruf und eine Berufung. Ну вот я вам немного рассказала о беседу о гипнозе. Ein wenig habe ich Ihnen über die Hypnose. А сейчас перейдем от слов к делу. Und jetzt möchte ich ja von Worten zu den Taten kommen. Я прошу, чтобы ко мне пришли добровольцы, мужчины, женщины. Ich bitte die Freiwilligen, ohne zu kommen, Männer und Frauen, und bitte Plätze einzunehmen. Trize, da und das. Wir haben 30 Plätze. Also, wenn die Stühle nicht mehr frei sind... Ну, извините, поаплодируем за храбрость и экономию времени. Ich möchte, dass wir applaudieren für die Mutigen. Okay. Смотрите, чтобы туда не упали. Das ist wichtig, dass keiner hier runterfällt. Also, es sind keine Plätze mehr da. Ach so, wir wollen nicht runter. Я там не пройду. Да, они хотят вниз идти, вниз. Könnt ihr bisschen Platz machen? Нет, не вниз, я буду сзади ходить. А, und я прошу руки положить на колени. Ножки соединить вместе. Девочки, мне там нужно, вы опять пересели, я потом буду работать залом, я буду проходить. Es ist wichtig, dass ich überall gut durchkomme. Es ist wichtig, dass da Platz ist. Я в зале буду. Also, später. Ich komme durch den Saal und ich komme zu euch. Es ist wichtig, sie braucht Platz hinter dem Rücken. Bitte nicht mehr dazusetzen. Я вам покажу. Bitte nicht mehr dazusetzen. Nicht mehr dazusetzen, sie braucht Platz.
Я вам покажу немножко из эстрадного гипноза элементы, опыты из эстрадного гипноза. А потом я проведу лечебный сеанс. Ich werde Ihnen ein wenig zur Aufmunterung was zeigen und danach fangen wir mit der Heilung an. Я прошу где-то 5 минут, чтобы в зале была тишина. Ich bitte 5 Minuten absolute Ruhe. А, я прошу руки положить на колени. Ich bitte euch, die Hände auf die Knie zu legen. Ножки поставить вместе, коленочки вместе. Die Füße zusammen, die Мужчины, постарайтесь zusammen. Коленочки вместе. Auch die Männer müssen ihre Knie zusammenführen. Я прошу сразу сосредоточиться и быть внимательными. Ich bitte euch, sich zu konzentrieren und auf die Aufmerksamkeit zu achten. И посерьезнее. С серьезными людьми я не буду работать, я буду отправлять их в зал. Und für mich ist es wichtig, dass ihr Это не значит, что вы не подвергаетесь гипнозу. Es ist ernst wichtig, dass ihr das ernst nehmt. Ich mag mit den Menschen, die ernsthaft das annehmen, zu arbeiten. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr die Hypnose nicht annehmt. Ich kann euch jeden Einzelnen in die Hypnose führen. В эстрадном гипнозе нужны внимательные сосредоточенные, потому что я работаю на зрителей. Weil wir jetzt im ersten Moment für die Zuschauer arbeiten würden, deswegen ist es wichtig, dass ihr euch auf mich konzentriert. Я буду работать без микрофона. Ich werde ohne Mikrofon arbeiten. Вы будете слышать только мой голос. Und ihr hört nur auf meine Stimme. Голос Ольги Мигуновой. Das ist die Stimme von Olga Migunova. Und der Saal ist ruhig. Vor euch... Okay, für euch ist die Olga Migunova. Wir fangen hier vorne an und werden da hinten enden. Ein bisschen nach hinten lehnen. Lehnt euch nach hinten. Schaut euch, wählt euch einen Punkt hinten oben auf der Wand und schaut dorthin. Es ist wichtig, dass ihr... immer nur dahin guckt, schaut nicht um euch herum und nichts ist wichtig im Moment. Ich fange mit Ihnen an und werde mit Ihnen enden. Sie werden da oben sich einen Punkt suchen, auf den Sie sich konzentrieren können. Wir fangen mit Ihnen an. Und Sie werden sich einen Punkt auf der anderen. Bitte nicht mit dem Kopf hin und her wackeln. Ihrer Punkt ist geradeaus. Und jetzt hört ihr bitte auf meine Stimme. Vor euch die Olga Migunova. Und wenn ich mit den Fingern die Nasenbein berühre, ich werde euren Gehirn aktivieren. Eure Hände und Beine werden schwach. Und über das ganze Körper fließt die angenehme Energie. Ich werde euch in die erste, in die Dämmerungsphase eintauchen. Danach in die zweite Phase, die katalytische Schlaf. Und dann gehen wir in die dritte Phase rein, der tiefste Schlaf, Hypnoseschlaf. Und dort werde ich euch wecken. Ihr werdet in einem Hypnosezustand mit offenen Augen sich befinden. Und sie macht das, was ich euch sage. Das bedeutet mein Wille von Olga Migunova. Hört auf mich zu. Vor euch steht Olga Migunova. Also, die Augen bleiben zu. Ich lenke euch in einen hypnotischen Schlaf. Jedes Mal, wenn ich eure Nasenbein berühre, fällt ihr in die erste Phase des hypnotischen Schlafes.
du schläfst. Augen sind zu. Ihr seid vollkommen ruhig und gelassen. Alles, was die nervliche Belastungen sind, sie gehen. Sie entspannen sich vollkommen. Und ihr hört nur auf meine Stimme. Und die Augen bleiben bis zu Ende erstmal geschlossen. Ihr seid in vollkommener Ruhe und Gelassenheit angekommen. Alles entspannt sich. Schlafen, schlafen, schlafen. Die fremden Geräusche dringen nicht bis zu euch hindurch. Denn euch trennt eine große hypnotische Barriere. Schlaft. Vollkommene Ruhe und Gelassenheit. Vollkommene Ruhe und Entspannung. Ihr hört nur meine Stimme. Eure Atem ist gleich und gleichmäßig. Und jetzt werden wir langsam in die zweite Phase übergehen. Auch eure Hände werden schwer, sie schläft. Sie fällt ohne jeglichen Geräusche runter. Der Atem ist gleich und regelmäßig. Alle sind vollkommen entspannt. Vollkommene Ruhe. Ihr hört nur meine Stimme. Das bedeutet nur die Olga Migonova. Die fremden Geräusche interessieren euch nicht. Tiefer hypnotischer Zustand. Und jetzt werde ich euch aufwecken. Ich wecke euch jetzt auf. Und jeder von euch wird erstmal eine Nummer bekommen, bevor ich euch wecke. Zudem denjenigen, die ich berühre, werden wir die Nummer. Du bist die Nummer 1. Du bist die Nummer 2. Noch im Schlafbereich. Ich werde später. Erstmal merkt ihr eure zugehörige Nummer. Das ist die 3. Das ist die 4. Das ist die 5. Das ist die 6. Das ist die 7. Das ist die 8. Das ist die 9, das ist die 10 und 11. Hier haben wir die 12, die 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hier haben wir 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Wir haben 28 Leute, die auf den Stühlen schlafen und meiner Stimme zuhören. Ich werde euch jetzt wachrütteln und ihr werdet ganz langsam aufwachen, ohne sich zu beeilen. Ihr werdet mit den Händen die Augen reiben und ihr werdet auf dem Stuhl sitzen bleiben. Ganz langsam, ohne Eile, ohne Hektik.
Und ihr werdet auf dem Stuhl. Ihr hört auf meine Stimme. Und jetzt wacht auf die Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 3. Der sitzt wohl ganz gut, sagt die. Sie. Und jetzt die Nummer 8. Nummer 8. 9. 9. Und jetzt 10 und 11. Und jetzt die 12. 12, aufwachen. 13. Der 14. 15. 15. 15. 16 und 17. Und jetzt die 18. 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25, aufwachen. 26, aufwachen. 27, aufwachen. 28, 28. Gut geschlafen. Applaus bitte. Wie spät haben wir es denn jetzt ungefähr? Könnt ihr mir jemand sagen, der die Uhr hat, wie spät es ist? Könnt ihr bitte auf eure Uhren gucken? Jemand hat seine Uhren verloren, glaube ich, hier auf der Bühne. Wem gehören die Uhren? Vermisst jemand die Uhren? Und was meinst du, wie kommen sie zu mir? Na, weiß ich nicht. Komm mit. Komm bitte mit. Und da vorne ist noch eine. Ein bisschen näher. Ach so, ich ein bisschen näher. Danach stehe ich auch ohne Uhren hier. Und wem gehören die? Wasche. Wie heißen sie? Und wie heißen sie? Seid ihr beide Bettinas? Da. Ja, sehr interessant, sagt sie. Schaut mal und schlafen wieder. Schlafen, schlafen, schlafen. Und jetzt aufwachen. Aufmachen. Aufmachen, Augen aufmachen. Wo sind die Uhren jetzt? Wo sind die Uhren? В руке. Sind das deine Uhren? Und sind das auch deine Uhren? Nun, dann setzt euch hin und sie bleiben hier stehen. Jetzt bleibt der Arm so. Da bleibt er. Knie beugen. Mhm.
Bleib so stehen. Das ist die zweite Phase, denn der Körper wird hier nicht belastet, aber bewegt. Du bist zu Hause, du bist zu Hause, du bist zu Hause. Und jetzt mach die Augen auf. Mach die Augen auf. Wo ist deine Ohren? Wo sind deine Ohren? Sag mir. Wo ist deine Uhr? Wo ist deine Uhr? Sie werden ja alles verschlafen, sagt sie. Schlafen? Schlafen, ganz tief, ganz tief, ganz tief. Du spürst gar nichts. Du spürst überall tiefer. Ganz tiefer Schlaf, ganz tiefer Schlaf. Ganz tief, ganz tief, ganz tief. Und jetzt folgst du mir. Dort, wo die Nadel hingeht, da kommt auch der Faden. Komm, schneller, 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 schneller. Hopp, hopp, hopp. Und jetzt laufen wir. Und jetzt aufwachen. Aufwachen. Und warum umarmen wir uns? Wieso knuddeln Sie sich an mich ran? Und wo ist überhaupt eure Jacke? Wie sehen Sie denn aus? Wo ist die Jacke? Wo ist... Ah. So, bitteschön, ihr könnt wieder zurückgehen. В гипнозе, конечно, характерен темперамент людей. Natürlich ist es wichtig, dass in der Hypnose auch die Temperamente Menschen языковый барьер. Очень легко работать, когда люди знают тот язык, на котором я. Ну, у меня сейчас будут гастроли в январе-феврале месяце по Германии. Я заключила вчера договор, и я к этому времени постараюсь выучить язык. Sie sagte, natürlich ist die Sprachbarriere ist vorhanden. Ja, es ist einfacher, mit den Menschen zu arbeiten, die die Sprache verstehen. Und sie werde nächstes Jahr von Januar bis Februar unterwegs sein. Und wer sie sehen möchte, dann kann auch zu ihr kommen. Und sie wird versuchen, Deutsch zu lernen übrigens. Ich bitte euch alle aufzustehen. Alle aufzustehen. Und lasst bitte die Stühle da, wo sie sind. Nicht schieben. Einfach nur hinter der Stühle stehen. Stellt euch hinter den Stühlen. Сейчас я опыт внушения перенесу на весь зрительный зал. Вам делать не надо. Das, was ich gerade machen würde, würde ich auf das ganze Publikum weiterrichten. Кто у меня на колясочках, не ходячим не надо делать. Просто трудно зайти. Das ist ganz wichtig. Die, die im Rollstuhl sitzen oder ein bisschen Gehbehinderung haben, bitte nicht machen, es ist ein bisschen schwierig. По моей команде, nach meinem Befehl, вы протрете руки. Werdet ihr in die Hände reiben. По команде. Разведете их в стороны. Dann werdet ihr es zu Seiten aufmachen. Und dann mit einem zackigen Schlag werdet ihr zusammenheften, die Hände aneinander. Finger werden nicht berührt, sind aber sehr fest ineinander umschlossen. Und dann werden wir sie nach hinten führen. Ich werde bis 5 zählen. У кого сожмутся руки, силы не разрывайте. Bei den Menschen, wo die Hände auseinandergehen, bitte nicht mit der Kraft auseinanderreißen. Вы пройдете сюда. Ihr kommt hier rüber. Я сделаю обратное внушение. Und ich werde, also bei denen, die Hände nicht aufgehen, bitte nach vorne. И сойдите на место. Und wir werden das wieder entknoten, sagt. Мне здесь нужно сокращать свои штаты. Ich muss hier praktisch ein bisschen kleiner machen. Итак, протерли руки. Also, Hände reiben. Только делаем все. Bitte alle. Вам не надо. Nein, ihr müsst nicht. Вам не надо. Ihr seid jetzt unsere Deko. Я буду держать. Я буду держать. Вы подходите ко мне. Я буду держать. Und jetzt die Hände zur Seite. Дружно.
Und jetzt freundschaftlich zusammen, jawohl. Und zusammenpressen, zusammenpressen. Und jetzt nach hinten. Also nicht bewegen. Eins. Alles wird, alles zieht sich zusammen, die Hände sind fest über den Kopf zusammengeschlossen. Ihr seid nicht in der Lage, eure Hände auseinanderzuführen. Zwei. Und nur die, die ganz aufmerksam zuhören, sie sind in der Lage, es durchzuführen. Drei. So, als ob eine weiß-blaue Linie durch die Finger geht. Und es ist immer noch unmöglich. Vier. Eure Hände verschließen sich fester und fester. Fünf. Ohne dass man die Hände auseinanderführt, hoch. Oh, da, wo die Hände nicht auseinandergehen, bitte nach vorne kommen. Da, wo die Hände nicht auseinandergehen, hier bitte rüberkommen. Da. Alle, die im Publikum ihre Hände nicht auseinanderkriegen, bitte einfach hier rüberkommen. Weil sonst wird es wehtun, wenn ihr versucht, das mit der Kraft zu machen. Bitte zu ihr kommen, sie wird eine Gegenmaßnahme anleiten. Einfach auf die Bühne. Kommt zu mir auf die Bühne. Bitte, mutiger, mutiger, mutiger. So, jetzt setzt ihr euch auf die Stühle, bitte nehmt Platz. Die gekommen sind. Junger Mann, kommen Sie zu mir rüber. Kommen Sie zu mir. Schau mich an. Schlafen. Du still. Und jetzt tiefer und jetzt Arme hoch, hoch. Und jetzt aufwachen. Und wieso umarmen wir uns? Was fummelst du an mir rum? Und jetzt Hände auseinander. So, jetzt darfst du gehen. Schaut mal, wie blau geht durch die Hände, die blaue Linie. Und jetzt auseinander. Du bist vollkommen ruhig und gelassen. Und in deinem Rücken gibt es keinen Schmerz. Ich ziehe es raus, raus, raus. Aufrichten, kein Schmerz. Dein Schmerz geht. Und jetzt verharrst du in diese Position. Und du gehst in die Knie. Und du hältst. Gehst du tiefer, tiefer in die Knie. Du hast keine Schmerzen im Rücken. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen im Rücken. Kein Schmerz. Und jetzt auf. Sie fühlt sich ein wenig komisch und dann sagte sie, ja wieso, du wolltest doch zu mir auf die Bühne, jetzt bist du auf der Bühne. Wie heißt du? Wie? Christian, schlafen, 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 schaut mal, aufmachen, hoch die Arme, Arme hoch, hoch, hoch und jetzt entspanne, 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 entspanne. Und Silna, das... Und jetzt aufwachen. Bitte schön. So, ohne auseinander. Sobald ihr einmal in den Fuß stappt, werden sie aufgehen. So, das war's.
wenn ihr euren Namen laut sagt, dann werden die Hände auseinandergehen. Sag deinen Namen. Lauter. Annette. Noch laut. So. Wie heißen Sie? Bleib stehen. Und jetzt entspann deine Hände. Entspann die Hände. Was hat dir Angst gemacht? Ein hübscher Mann. Sind das Ihre Brillen? Da. Nimm sie dir zurück. Deine Hände sind auseinander. Aber wenn ich dir sage, du kannst das. Die sind auseinander. Nimm deine. Und jetzt darfst du gehen. Wie heißen Sie? Schlafen. Ohne aufzuwachen. Schlafen. Gerade stehen. Bitte gerade stehen. Schlafen. Und jetzt die Knie weicher. Und jetzt Arm schütteln. Noch mehr, noch wie ein Pendel. Hin und her. Und jetzt aufwachen. Und jetzt darfst du Platz nehmen. Auseinandernehmen. Ich verstecke mich. So, da sind sie schon auf. Da auch. Sie können Platz nehmen. Und warum sind Sie denn so schüchtern hier in der Ecke? Wie heißen Sie denn? Was tut denn weh? Ludwig, его зовут. Und was beunruhigt dich? Was tut dir weh? Und jetzt schlafen. Ich bin eure unruhige Stelle. Und jetzt die Arme auseinandernehmen. Und jetzt aufwachen. Ich bedanke mich. Wir haben jemanden vergessen. Ach so, sie sagte ganz einfach, 10 Kilogramm abnehmen, dann werden die Hände auseinandergehen. Und jetzt einschlafen und vorsichtig. Und schlafen. Sie macht jetzt eine Assoziation, so dass sie abnehmen. Ohne Hungergefühl. Und aufmachen. Sie hat jetzt ein Programm gesetzt für die Abnehmen. 10 Kilo hat sie gesagt. Ohne Hungergefühl. Ohne Hungergefühl. Ach, wir haben noch eins. Da, wo sie zeigt, bitte zurückgehen. Da, wo sie mit dem Finger zeigt, bitte dann Platz nehmen. Auf denjenigen, der sie Finger gezeigt hat, bitte den Platz einnehmen. Die Stühle müssen mal weg. Уже все. Wir sind schon durch. So, setzt euch. Надо? Хорошо. So, schauen Sie mal, da können Sie den Platz nehmen. Я немножко красею, я еще покажу, потом берем лечебный, к сожалению, время подходит почти. Хорошо. Schaut mich bitte an. Einatmen, ganz tief. Und einschlafen.
einschlafen. Schlafen. Augen zu. Закрыли глаза. Augen zu. И не открываем. Augen zu. Руки протянули. Und jetzt die Arme nach vorne heben. Руки на уровне плеч. Arme nach vorne heben. На уровне плеч. In der Höhe der Schulter. Arme nach vorne. Raus. Raus, ne? Sie müssen raus. Sie müssen raus. Руки на уровне плеч поставили. Die Hände поставили auf der Höhe der плеч. Schulter. Wahrscheinlich. Und jetzt zusammenpressen in die Fäuste. Fäuste bilden, Fäuste bilden. Nein, einzelne Fäuste. Als Stuhlief, наклонились вперед. Und jetzt nach vorne beugen. Beugt euch nach vorne. Ohne das. Nicht zu tief. Держим руки. Arme sind höher. И слушайте мой голос внимательно. Все вы сегодня спортсмены, велогонщики. Сегодня у вас ответственные соревнования. Also, hört mir zu. Ihr seid jeder von euch ein Fahrradfahrer, ein Sportler. Arme in der Höhe der Schultern. По моей команде. Nach meinem Befehl. Вы будете работать ногами вот так. Werdet ihr mit den Füßen и как можно быстрее. Und je schneller, desto besser. Капитан команды, заслуженный мастер спорта. Und unser Kapitän ist natürlich der Meister, ausgezeichneter Meister. Итак, спортсмены, весь город вышел за вас болеть. Приготовились. Sportler. На старт. Поехали, поехали ногами, работаем, работаем, работаем больше. Работаем, работаем, работаем больше, работаем, работаем. Frau, wachen Sie denn auf. Aufwachen, Augen auf, 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 auf. Und jetzt lächelst du mich an. Und du, ehrlich gesagt, hast alles verschlafen. So, siehst du, alles verschlafen. Bitte nicht weiter schlafen. Товарищи, к сожалению, у меня очень много опытов, но у нас лимит. И поэтому я приглашаю вас на мои гастроли, которые будут проходить у меня здесь, январь-февраль, два месяца буду по Германии. Смотрите на сайте olgamigunova.ru. А сейчас я хочу, чтобы вы все расслабились. 5 минут отдыха. Okay, ich habe natürlich, kann euch viel mehr zeigen, allerdings haben wir eine Zeitbegrenzung und somit schaut mal einfach unter der Webseite olgamigunova.ru. Und jetzt entspannt euch bitte. Alle entspannen sich. Расслабились, закрыли все глаза. Und alle machen die Augen zu, wirklich alle. Закрыли. Здесь тоже. Закрыли на сцене глаза. Augen bitte zumachen. Внимательно слушайте мой голос. Und ihr hört meiner Stimme aufmerksam zu. Ваши головные боли уходят, рассасываются. Eure Kopfschmerzen gehen уже weg. Теперь в процессе полного сна и отдыха. Hier in diesem Prozess der Erholung und des Schlafs. Никаких головных болей. Gibt es keine Kopfschmerzen. Стабилизируется артериальное давление. Der Druck, Blutdruck stabilisiert sich. Ваши сосуды приходят в норму. Eure Blutgefäße und Lymphgefäße werden in Ordnung kommen. Внутричерепное давление нормы. Auch der innere Blutdruck stabilisiert sich. Утром после ночного сна. Morgens nach dem Nachtschlaf. Голова ясная, чистая. Der Kopf ist klar. Никаких головных болей. Es gibt keine Kopfschmerzen. В конце рабочего дня
Никаких головных болей. Auch nach dem langen Arbeitstag haben sie immer noch keine Kopfschmerzen. Ваша нервная система закрепляется. Eure Nervensystem stärkt sich. Все раздражители нервной системы, которые вызывали у вас повышенные реакции, этих реакций не вызывают. Alle, die eure System auf Trab gehalten haben, euch zu den außergewöhnlichen Reaktionen befugt haben, sie werden euch nicht mehr nerven und werden nicht mehr... На громкие звуки, шумы, скрипы. Ihr werdet auf laute Geräusche ganz normal reagieren. Вы спокойны дома, на работе. Ihr seid ruhig, so wie zu Hause und auf der Arbeit. Ihr seid ruhig im Streit oder in den Erwartungen. Eure Immunsystem stärkt sich und aktiviert sich. Ihr habt die Zielstrebigkeit in eurem Leben wieder gefasst und in eurer Arbeit. Und es wird alles euch leicht gelingen. Ich gebe euch eine Programmierung für den Schlaf. Ваш ночной сон крепкий. Eure Nachtruhe ist stabil und stark. Ihr werdet ganz von alleine einschlafen, ohne jegliche Medikamente. Ihr legt euch in Bett und ihr wisst, dass ihr in eurem Zimmer geborgen seid und es euch beruhigt. Вы засыпаете крепким, спокойным сном, не просыпаясь до самого утра. Ihr fängt ganz tief und fest zu schlafen bis zum Morgengrauen. Ну и после сна голова ясная, чистая, давление нормы. Aber auch nach dem Schlaf werdet euer Kopf klar sein und rein. Jetzt werden wir ein Programm für das Herz-Kreislauf-System machen. Ihr habt ein gesundes Herz, das in eurem Körper schlägt. Die Muskelherzen pumpt die gesunde, saubere Blut. Dieses Blut fließt über die Arterien und Venen. Besonders dann, wenn wir geistig arbeiten. Auch da wird das alles gut durchblutet. Der Puls ist gleich und gleichmäßig. Голова ясная, чистая, проснулись! Der Kopf ist проснулись, женщина, aufwachen. Проснулись. Aufwachen. Женщина проснулась. Frau, wach bitte auf. Aufwachen. Открыла глазки. Aufwachen. Открыла глазки. Открыли. Aufwachen. Aufwachen. А сейчас дальше, женщина, не надо погружаться сильно. Открыла. Открыла глаза. Mach bitte die Augen auf. Прекратили Augen плакать. Auf. Отличное самочувствие. Du brauchst gar nicht weinen. Девушка, du hast hervorragendes Wohlbefinden. Не надо плакать. Nicht weinen. Открыли глаза. Augen aufwachen. Aufwachen. Потому что много уже это тренингов. Скажите, открыла глаза. Aufwachen. Mach die Augen auf. Открыла глаза. Mach die Augen auf. Открыла глаза. Mach не надо Augen. Плакать, потому что много медитаций различных было. Открыли. Es ist ja so, dass diese Frau jetzt überladen ist durch die ganze Praktiken, die hier stattgefunden haben. Открыла глаза. Mach bitte die Augen auf. Открыла глаза. Mach die Augen auf. So. Гипноз никогда не был вреден. Die Hypnose kann niemals schädlich sein. Его можно сочетать с любыми медикаментами. Man kann es mit jedem Medikament. И просто расстройство нервной системы. А еще говорю, потому что сегодня очень много прошло медитации. Als erstes muss ich sagen, dass die Frau nicht. Если бы это было в начале, было все по-другому. А сейчас сделали глубокий вдох. Und jetzt einatmen. Я вас сердечно благодарю за то, что вы приняли участие в опытах. Und ich bedanke mich euch bei Ihnen. Желаю всем здоровья.
здоровья и энергии. Ich wünsche euch allen не будет никаких головных болей. Möge keine Kopfschmerzen euch heilen. Даю установку заряда энергии на полный ваш жизненный опыт. Und всего вам доброго. Für das Erfolg im Leben bis zu Ende eurer Tage. Bitte Stühle mitnehmen.